Moin moin Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zur nächsten Folge Subnautica. So, sollen wir erstmal Erste-Hilfe-Päckchen eintüten. Oh Gott, ich habe hier so viele von. So, ne, nehmen wir mal ein bisschen was. Lassen wir mal hier. Basis. Ach so, ja, die andere Basis. So, das kommt weg. Das nehmen wir mit. Das bleibt hier. So. Und zwar ist hier eine neue Nachricht. Erstmal gucken, was da ist. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. In der Nähe der Aurora. Ungefähren Ursprung der Übertragung in der Datenbank gespeichert. Okay. Okay, sehe ich das hier irgendwo? Irgendwie? So, nee, hier ja sowieso nicht. Nee. Moment, Signalgeber, Rettungskapsel, ist das die? Oder nee, Rettungskapsel 4. Okay. Dann machen wir uns da mal auf den Weg, würde ich sagen. Welcome aboard, Captain. Okay, das ist alles hier Sandsteinbrocken vom Scannerraum. Großer Fisch in der Nähe. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die... Ach nee, Moment, Moment, was war das an Aurora? Natürlich, oh, das ist ja das Schiff, mit dem ich abgestürzt bin, ich Depp. Oh Gott. Ich war gerade völlig auf dem falschen Dampfer. Großer Fisch und ich weiß nicht, wie lange... Also bringen Sie Strahlenschutzausrüstung mit. Strahlenschutzanzug. Ich hab doch irgendwo auch eine Strahlenschutzmaske, ne? Fällt mir gerade so ein. So, Moment. Welcome aboard, Captain. Und ich sollte vielleicht eine Energiezelle noch mitnehmen. Sicher ist sicher. Solange ich noch kein Ladegerät für Energiezellen habe, habe ich ja nur die eine leere. Moment, hier. Da, Strahlenschutzhelm. Nehmen wir. So, trinken. Na komm, nehmen wir mal nur drei mit in Anführungszeichen. Ne? Das nehmen wir mal alles mit. Das Strahlengewehr, wie heißt das Ding? Laserschneider nehmen wir mit. Die ist leider leer. Und ich brauche zwei Batterien für eine Energiezelle, wenn ich mich nicht irre. Und ein Silikongummi, das ich auch nicht habe, glaube ich. Nö. Okay. Machen wir einmal Kupfer. Kupfer und was war das für eine Batterie? Hier die Säurepilze. So. Zwei Säurepilz, ein Kupfererz. Okay. Aber... Und Silikongummi dann auf jeden Fall noch. Und die habe ich fertig. Kupfer. Okay, das heißt, ich hole erstmal Silikongummi aus dem Seetangwald hier. Beziehungsweise ich stelle es dann her. Bäh. Diese dämlichen Sandhaie. Ah, hier. Dann nehme ich jetzt aber eine Energiezelle mit. So. Oh, das sollte reichen. Dann wieder zurück. Dann wandeln wir das um. Ich habe dann meine Ersatzenergiezelle mit an Bord.
Und dann schwimmen wir mal in Richtung ja, der Aurora. Wobei ich mich auch frage, ob ich da mit der Seemotte so weit komme. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nein, dafür brauche ich die... Oh, fuck. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon mit der Hand vor den Kopf geschlagen gerade, ne? Ich mach's auch mal. Fuck it. Okay. Ja, dann auf jeden Fall trotzdem hier Fasergewebe. Oh. Shit, ey. Ah, supi. Ganz toll. Großes Kino. Hm. Kupferblei, hier ist auch irgendein anderes Gedöns immer so. Ah, shit. Okay. Aber das trifft sich. Ich brauche nämlich auch noch Schmierstoff für meinen zweiten Außenposten. Da habe ich schon so einen Mehrzweckraum gebaut. Und da will ich auch noch einen Bioreaktor reinbauen. Und dafür brauche ich Schmierstoff. Und Schmierstoff kann ich ja auch aus diesen leuchtenden, ich habe jetzt den Namen vergessen, herstellen. Dann nehmen wir davon gleich wieder mehr mit. So, ein Dreck. What? Alter, hat mich gerade meine Seemotte verletzt oder was war das? Moment, AP01, doch, das ist er. Voll lästig. Okay. So, schwupp. Einmal das bitte. Dann einmal Energiezelle. Und Schmierstoff. Und komm, wenn wir schon mal dabei sind, noch so ein Ding hier. Nochmal Schmierstoff. Hm, ja, nochmal Schmierstoff, komm. Dann nochmal so die Kuchengummi. Alter, wie viel habe ich denn davon gepflückt? Hallo, jetzt ist aber gut. Hier, komm, nochmal. So, gut jetzt. Ne, Schwimmflossen habe ich gute. Ne, halt hier war Quarz. Hier ist sonstiges gelötet. Passt aber nur noch eins rein. Ich kann doch nicht schon wieder einen Spind aufbauen. Oh, hier. Scheiße, die hätte ich doch gehabt. Lästig. Okay. Jetzt ist die Frage, nehme ich auch noch eine Batterie mit? Besser ist es, wa? Falls irgendeins meiner Geräte den Geist aufgibt. So, ab Richtung Aurora. So, irgendein großer Fisch in der Nähe. Ja, nur. Dann machen wir es mal wie die Delfine. Einmal aus dem Wasser hüpfen. Yippie. Da hätte ich gerne eine Außenkamera für. Und schwupps. Ich hoffe ja vor allem, ich finde langsam mal wieder neue Gerätschaften, irgendwie neue Baupläne. Finde ich schon ganz nice. Okay, hier sind die Viecher wieder. Ja, also die Seemotte ist ja schon ganz geil. Aber ich habe ja schon teilweise die Baupläne für dieses fette U-Boot. Ah, Strahlung, okay. So, ich hoffe, damit geht das jetzt. Scheint so. Mal auf Richtung Aurora.
Hier war ich nämlich auch noch gar nicht, glaube ich, in der Richtung. Ja, was ist denn das? Ist das irgendwas Tolles? Natürlich nicht. Wow, 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 Alter, nicht so schnell. Rohstuhl. Ja, der ist schon ungemein wichtig. Na gut, irgendwann später, um die Basis zu verschönern. Okay, ja, sehe ich ein. Aber im Moment ist mir das herzlich Wumpe. Oh, Metallschrott ist mir auch egal. Geht's hier irgendwo rein? Sieht nicht so aus. Hier. Was ist hier? Komme ich da mit meinem Laserschneider rein? Moment, da kann man auf die 4. Nicht? Reparaturwerkzeug benutzen. Moment. Achso, das habe ich schon auf der 5. Okay. Yeah! Okay. Hier gibt's ja irgendwie gar, hier gibt's ja gar nichts. So wie es aussieht. Was ist denn das für ein Blödsinn? Oder? Wo geht's hier hin? Ich hab noch 105 Sekunden, okay? Ja, hier ist nichts. Toll. Hä? Was soll der Blödsinn? Reparieren kann ich nichts. Das war jetzt wirklich ein Griff ins Klo, wie ich finde. Toll. Ah, da ist die Aurora. So. Hier. Und wie kann ich diese riesigen Gebilde abbauen? Da habe ich auch noch nichts für gefunden. Ne? Das nervt mich echt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier für eine Fauna vorfinde. Erstmal Sand. Okay. Hier eine Menge Schrott, diese Sandhai-Dinger. Viecher. Echt jetzt? Bitteschön. Was ist das da? Versorgungskiste, Batterie. Na, das nehmen wir doch mit. Verfatz dich. Hier ist Schrott. Hier, da ist doch... Mein Gott, hau ab. Oder ich brate dir eins mit meinem Messer über. Schubkanonenfragment. Achso, habe ich schon. Na gut. Okay. Oh, hier, da war doch irgendwas. Hier, ist das Rettungskapsel 4?
Kein großer Fisch in der Nähe, aber wir gucken mal. Raubtier-Täuschkörper. Was kann der? So, wo ist der wohl? Raubtier-Täuschkörper. Hallo, 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 hallo. Was leckst du hier rum? Raubtier-Täuschkörper. Da. Lockt Tiere an seine Position. Kann von Hand oder von einem Tauchboot ausgesetzt werden. Einmal ausgesetzt, kann er nicht wieder aufgenommen werden. Mhm. Okay. Zurückgelassener PDA. Integrating new PDA data. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator, Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Hmm. Und er sagt, er hat hier irgendwo Ressourcen zurückgelassen. Das, würde ich verneinen. Aber, was er gerade sagte, hier an Bord der Aurora, da war ich ja auch noch nicht. Kann man da irgendwie an Bord? Ja, was ist hier? Versorgungsbox? Versorgungsbox? Oh, erste Hilfspaket nehmen wir. Und hier war doch irgendwo... Ach nee, hier, da hat was geleuchtet, aber... Au. Ist doch auch wieder Schubkanone, oder? Jo. Ah. Nehmen wir mit. So, jetzt... Echt mal interessant zu wissen. Komme ich irgendwie in die Aurora rein? Ja, das sieht doch... Ach ne, das ist die Box, die ich schon aufgesammelt habe. Hier vielleicht irgendwie. Alter, hau ab. Oh, das geht nicht gut für dich aus, Freundchen. Da vielleicht irgendwas inne. Halt, da ist was drin, aber das ist, glaube ich, auch wieder die Schubkanone. Ah. Okay. Hm, und das? Moment. Batterie nehmen wir. Oh! Zyklopbrücken, gesichert. Alter, wie viel brauche ich denn für diesen Zyklop? Der Zyklop ist, glaube ich, das riesige U-Boot gewesen. Wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Indikit nehmen wir. So, was haben wir hier denn noch? Beziehungsweise... Was es hier noch gibt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich finde einen Eingang in die Aurora. Schauen wir mal. Fände ich schon ganz geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, ne, damit ihr auch Benachrichtigungen in eurer Abo-Box bekommt, wenn ich Videos hochlade.
oder schaut auch mal eventuell bei mir im Livestream vorbei. Der findet auf Mixer statt, die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.